Gerade in Zeiten steigender Kosten ist Energiesparen ein aktuelles Thema. Aber nicht immer ist eine außenseitige Dämmung möglich. Gut, dass es Alternativen gibt. Mit dem Alpha-Therm-Klimasystem gelingt eine effiziente und einfach anzubringende Dämmung auch im Innenbereich. Es bietet viele Vorteile und Nutzen. Heizkosten effizient einsparen, behagliches Wohnen, Schutz gegen Schimmel, Sicherheit im Brandfall, leichte, sichere Verarbeitung. Alpha-Therm, die schlaue Art zu dämmen. Mit dem Alpha-Therm-Klimasystem. Und so wird's gemacht. Zuerst wird der Handfilzstreifen zwischen einbindenden Bauteilen und Dämmplatten zur Entkopplung eingesetzt. Für die Verklebung der Kieselit-Klimaplatten wird der Kieselit-Klimamörtel mit Wasser angerührt. Einfach den Sack aufschneiden und den Mörtel mit 6 Liter sauberem Wasser ansetzen. Nach ca. 5 Minuten Reifezeit nochmals durchrühren. Für eine optimale Verarbeitung werden die Kieselit-Klimaplatten mit Fuchsschwanz und Cuttermesser zugeschnitten. Der Kieselit-Klimamörtel wird mit der Zahntraufel vollflächig auf die Plattenrückseite aufgetragen. Die Plattenstöße werden nicht verklebt. Die Dämmplatten werden in den Kleber sorgfältig eingeschwemmt. Unebenheiten können mit einem Schleifbrett leicht geglättet werden. Mit Kieselit-Grundiermittel ist die Oberfläche vor der weiteren Bearbeitung zu festigen. Je nach Untergrund unterscheidet sich nun die weitere Verarbeitung. Für gefilzte Oberflächen ist der Kieselit-Klimamörtel mit Gittermatte ideal. Er wird vollflächig aufgezogen und mit der Zahnkelle durchkämmt. In das nasse Material wird dann die Alligator-Gittermatte eingelegt und angedolgt. Nach Trocknung der Armierungsschicht wird eine zweite Lage Kieselit-Klimamörtel aufgetragen und gefilzt. Werden dagegen besonders glatte Oberflächen gewünscht, ist der Kieselit-Klimaspachtel als Beschichtung in Kombination mit dem Spachtelvlies bestens geeignet. Dazu wird der verarbeitungsfertige Kieselit-Klimaspachtel vollflächig aufgezogen und mit der Zahnkelle durchkämmt. Im Nahtbereich wird die Spachtelmasse horizontal durchgekämmt. Das Alligator-Spachtelvlies wird dabei in die nasse, durchgekämmte Spachtelschicht eingelegt. Für ein perfektes Nahtbild werden die Fließbahnen mit Doppelnahtschnitt verlegt. Nach Trocknung wird eine zweite Schicht Kieselit-Klimaspachtel aufgetragen und geglättet. Die Schlussbeschichtung für beide Oberflächenvarianten bildet die Kieselit-Klimafarbe. Diese Sol-Silikat-Innenfarbe ist hoch diffusionsfähig und strapazierfähig und trägt zu einem angenehmen Raumklima bei. Das Ergebnis ist ein behagliches Zuhause mit geringen Heizkosten und ein ganzjähriges Wohlfühlklima.